Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen lustigen Aufnahme GTA Online hier mitten in Los Santos zusammen mit dem Roro. Hi. Der Kufi. Hi. Und dem Smoker EB. Servus. Der natürlich auch wieder mit aufnimmt. Schaut mal auf seinen Kanal vorbei. Er ist natürlich verlinkt. So, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen Straßen auf. Ich dachte mir, zur Feier des Tages heute, weil lange kein GTA mehr von mir kam und bei dir ist ja, denke ich mal, das erste Mal mit GTA, dachte ich mir, wir holen einfach mal unseren Partybus hier und machen mal ein bisschen Stunk. Ja, Stunk machen ist immer geil. Es ist so schwer, mit Innenperspektive zu fahren. Warum machst du das? Weil es Spaß macht. Es sieht geil aus. Ich kann ja auch mal Ego. Vor allem, wenn du Ego machst, das sieht so geil aus, wie Roro dort auf dem Geschütz da immer hin und her dreht. Ja. Du, aber nicht kacken, ne? Du weißt, wo das hingeht. Alles nach hinten. Ey, Gifty? Ja. Boah, Alter, Zippenalarm. Ja, Gifty sieht so ein bisschen aus wie so eine Kampflespe. Nee, ich hab die Jacke mit Bettel. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, hi. Wir könnten ja gleich mal auf dem Highway fahren und dort machen wir mal Fahrerwechsel. So richtig mit ums Auto rumrennen. Also ich komme auf Beifahrer sitzen. Ich bleib sitzen. Das zählt ja dann eigentlich auch für einen Kanonier oben. Darf jeder mal. Epische Aufgaben hier. Wo ist denn der Highway? Boah, habt ihr das gesehen? Die zeigen wir an, mitten auf der Straße parken, das ist verboten. Wer notiert sich eigentlich die Kennzeichen von diesen Verkehrsraudis? Hab ich alle. Gut. Weil den Schaden lassen wir bezahlen am Auto, ey. Ja, na klar, Alter. Vor allem die Schwarz-Weiß-Autos, die... Das geht gar nicht, was die hier abdrücken. Das ist bestimmt irgend so eine Gang. Zeugen Jehovas. Zeugen Jehovas, jetzt wissen wir's. Wo fährst du hin? Na, auf dem Highway. Oh. Highway to Hell. Komm mal, wir gleich hier einen Wechsel machen. Hier, auf Parkplatz. Was? Wieso auf dem Parkplatz? Das wird mitten auf der Straße gemacht. Ja, freilich, wenn dann richtig, Nervenkitzel. Was fragst du eigentlich? Ja, das frage ich mich auch gerade selber. Einfach mal Fresse halten. Also, Gifty, dein Blick, ernsthaft, also, du sollst dir vielleicht einen anderen Look zulegen und ich sollte vielleicht nach vorne gucken, wenn ich fahre, weil das sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich so nach hinten gucke. Alter. So, und hier wollt ihr jetzt wechseln, ja? Ja, freilich, so schön Fahrerwechsel. Hey, sag mir bitte rechtzeitig Bescheid, damit ich das so mitkriege. Schade, dass wir keine Musik ablaufen lassen können, weil sonst könnten wir Musik ablaufen, sobald die Musik stoppt, wechseln. Reise nach und wechseln! So, ich geh jetzt als Beifahrer rein. Achso, das wollte ich. Dann muss ich als Fahrer rein. Hey, Gifty! Ja? Au! Oh. Alter! Wieso geh ich als Beifahrer rein? Das ist doch kacke! Gifty ist nicht eigentlich ausgestiegen. Ach, der blöde Kuh. Ich hab nicht genug gehalten. Der Roro hätte ja auch wechseln müssen. Ja, eigentlich schon. Aber hat keiner reagiert. Ja, no? Ich hatte gerade ein bisschen zu tun. Hast du wieder die Zeugen Jehovas angeflirtet, oder was? Oh, nein, nee. Hast du jetzt Bock auf romantischen Sonnenuntergang? What a feeling! La. Und jetzt einführen. Moment, Gifty. Da gehe ich mal in die Eco-Perspektive und, wir sind die Beach Boys. Hallo. Beach Boys, what you gonna do when we come for you? Beach Boys. Beach Boys.
an, ne? Wenn wir umkippen, schnell den Kopf einziehen. Ja, sonst kriegt Roro Kopfschmerzen. Oh ja. Also ehrlich, Ostwind, entweder fährst du besoffen oder die anderen sind besoffen. Die anderen sind besoffen. Du musst jetzt einfach sagen, wann du Fahrerwechsel machen willst. Hallo, Sander. Wir holen dich an und joint einfach. Wir sind in der Aufnahme, Herr, von und zu, Sander. Ach so, dann fangen wir einfach ohne mich an. Das ja, freilich. Gar nicht, du musst deine Nuggets in Ruhe essen. Mit dabei, der Sander McNeil. Übrigens, Ostwind, der Spruch gerade war aber nicht die feine Art. Welcher? Ja, du weißt schon welcher. Du, ich habe alles vorgelesen und auch geschrieben, auch vorgelesen, was ich geschrieben habe. Dann dürfte Kiffy hier schon geköpft haben. Ja, die hat jetzt aber Hunger auf Chicken Nuggets, oder? Warte mal, ich hab noch ein paar. Ich habe ja Haftbomben! Ich hab einen Jack bedient. Da kann ich lange wundern, warum ich nicht schieße. Leute, hat überhaupt jemand auf die Uhr geguckt? Wir sind erst bei 6 Minuten. Was? Wir sind ja, im also 20:55 haben wir gestartet. So. Hier, da kommt raus. Oh, shit! Alter! Was zum Beispiel war fast ich jetzt bloß wieder? Oho? Was machst du? Du hast mich raus. Ist jetzt Fahrerwechsel? Oder was? Nee. Warte. Der Test, ich muss jetzt erstmal sitzen bleiben, weil Gifty ist ja jetzt da dran. Der Roro muss vorne und du gehst als Beifahrer rein. Okay. Und ich sitze wieder in meinem Kofferraum. Ich zähle gleich ab und dann geht's los. Mach einfach abrupt. Ist witziger. Okay. Wo muss ich hier rein? Das war ein Traktor. Cool, Traktor. Tracker fahren! Solange wir kein Rasenmäher-Rennen wieder machen. Oh, geht los! Sei froh, dass wir keine Golf-Caddies fahren. Was ist los, Jungs? Na, Wechsel! Was ist denn los, Jungs? Nimm Schaden! Was ist bei euch los? Wie, du hast einen Schaden? Bei uns Schaden zu nehmen ist wohl keine Kunst. Oh, ich hab den Bus kaputt gemacht. Schwein, wissen Keks, schuldige Kinder drin. Ich hab die Tankstelle kaputt gemacht. Ist denn unser Sander McNeil schon? Ach, der ist ja überhaupt schon in der Gruppe. Ich glaube kaum. Denn er hat kein WhatsApp. Dementsprechend hat er es ja auch noch nicht gelesen. Bidimbus! Cool. Hätten wir das nicht vielleicht noch gestern machen können? Nö, wir dachten heute ist passender. Okay. Oh geil, ich fertig, ey. Ich muss einen Schluck trinken, weil ich muss ja gleich wieder fahren. Du versuchst eine Sitzung nur für Crewmitglieder beizutreten, einer neuen GTA Online-Sitzung bei. Extra Ladezeit, ich bin begeistert. Juhu. Ich bin neidisch, Als nächstes muss ja Gifty fahren. Ich gehe ans Geschütz. Und Roro geht als Beifahrer rein und du steckst hinten ein, genau. Meine Fresse. Ja, also Leute, nicht wundern, wir heizen ja einfach nur sichtlos durch die Kante. Wir wollen einfach nur ein bisschen Gaudi haben, euch teilhaben lassen. Also okay, ich hab so einen großen Gaudi haben wir noch nie. Deswegen hab ich ja auch den Partybus bestellt. Glaubst du es nicht? Gaudi ist bei mir in der Hose. Glaubst du es nicht? So, naja, wenn wir so weitermachen, dann bin ich gleich noch Level 90. Hab zwar nur noch 30 FPS, aber das ist vollkommen geworden. Mir geht's völlig in Ordnung, ja. Übrigens nehme ich jetzt heute das erste Mal mit meiner Grafikkarte auf.
Geht Jungs. Wunderbar, aber ich kann mich nur nicht auskiehen. Warte mal. Ich muss mal aussteigen. Ich fahr Fahrerwechsel. Und ich muss mal kurz offline, also leise Zeit. Fahrerwechsel! Yay! Jana, so, ist hinten rein, ne? Oder wie war das? Oh, ah, fuck, fuck, fuck! Ich glaube, das war's für mich. Hä, wie komme ich denn an das Geschütz ran? Ja, ich bin was gut. Geht denn hier? Okay, wie heißt die Crew? Ja, hast du eine Einladung gekriegt? Da bin ich draufgeklickt und dann war die plötzlich weg. Ja. Wollen wir ja jetzt nicht so unbedingt das Auto doch, können wir das sagen? Ja, doch, können wir ja sagen, weil es wird ja eh angezeigt. Jo, eigentlich schon. Also Sorg. Ne? S-O-R-G. So, ich hol mir mal ein Gefährt. Was hol ich mir mal ein Gefährt? Startst du? Wie komme ich jetzt an das Geschütz? Oh, jetzt bin ich am Geschütz! Yeah, Baby! Wurde auch Zeit. Aber ja, echt noch! Wuhuhuhu! Ah ja, da, der ist so. Hier mit wieder, ne? Ostwind, du ja, solltest fahren. Logo wie die alte Crew, ne? Ostwind? Ja, was? Wie wär's mit Thorn? Die. Ich bin tot gewesen. Ich bin. Warum hast du nicht. Du hättest doch weiterfahren können? Ich sag das. Hä? Was? Wieso bist du nicht weitergefahren? Wie weitergefahren? Na, weitergefahren? Auf der Brückenauffahrt bin ich schon aus dem Auto raus gewesen. Warum? Na, weil ich tot war. Das ist ein Grundhindernis. Du hättest doch weiterfahren können. Ich bin ausgestiegen und da hat mich so eine höfliche Person. Ja, auf der Motorhaube mitgenommen, direkt vor der Bullen. Kacke. Ja, wie kommen jetzt ans Fahrzeug ran? Da steht immer noch da oben. Was ist denn das? Wo bin ich oben überhaupt? An der Brücke hängt das. Gibt's hier irgendwo einen Weg nach oben? Und da oben explodiert ja noch was. Ich sehe euch auch nicht mehr. Ach, ihr seid ja ganz so, ihr seid ja ganz woanders. Da muss ich erstmal hinkommen. Moment! Leid A, 2,5. Da oben explodiert ständig. Ja, ist mein Darm. Ach, hast du ihn fahren lassen? Alter. So, hier ganz toll zu sehen, Ostwind-Fahrkünste. Wie deine Fahrkünste? Wo bist du? Ja, naja, also kann man ja nicht dazu sagen, aber... So tut er als ob, wa? Ja. So auf als tut. Machen wir gerne mal eine Pirouette rein und sowas. Muss schon. Drift King, Drift King. Irgendwer ist doch da oben auf der Brücke. Roro! Ja? Bleib stehen, ich seh dich! Du hast ein Fahrzeug. Ups. Nicht mehr lange. Du bist da oben. Nicht mehr! Oh, au! Alter, das war die Fresse. So, und jetzt will ich gerne meinen wohin? Freunden beitreten. Sofort. Wieso geht die Markierung hier weg? Wir müssen da hoch. Wir gehen auf die weg. Brücke müssen wir hoch. Ja, weiß ich doch. Boah. Die Markierung will mach ich mal hoch. Weg. Ja, will ich ja, aber da ist schon eine Markierung, die nie weg will. Mach jetzt nochmal. Ah. Hier hoch oder was? Es scheint so. Warte mal. Nee, hier geradeaus. Sander? Hä? War das jetzt ein Chicken Nugget? Ui. Ja. Kannst du da nochmal richtig genussvoll auf eins draufbeißen? Damit ich auch was davon hab. Gib nochmal richtig rückwärts Gas, sodass du die erwischst. Hey, wir heißen nicht Smoker, ja? Stimmt, du zerstörst lieber Fahrzeuge. Das kann ich wenigstens.
Hey, was macht ihr? Wir wollen zum Partybus. Der steht noch dort. Na, ups, jetzt habe ich Einfahrt verpasst. Hast du einiges verpasst? Echt hier lang? Gott sei Dank! Wie kann man hier überhaupt im Chat schreiben? Wie geht das? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ja, Gifty, wie kann man in den Chat schreiben? Wie geht das? Ach, da unten hängt hier rum. Gifty! Also, das Navi ist doch irgendwie. Ich weiß es nicht. Na, was denn? Wohin denn nun? Wo entscheide dich? Wir sind wohl gleich da. Gifty! Der Onkel Ostwind wird böse! Mindestens. Alter, der hängt da total beschissen drauf. Wir hatten den Park. Ostwind? Ostwind war's, ich hab's genau gesehen. Ich war da vorne auf dem Beifahrersitz. Ja, wer war's denn dann? Dann hast du die Karte falsch rumgehalten. Ja, wer ist denn da vor uns gefahren? Das warst du, Ostwind, oder nicht? Ich bin nicht gefahren. Ja, wer hat denn da. Ach, Roro? Ich war vor uns Beifahrer und sollte ja nach hinten. Okay, ich habe mir jetzt eine Markierung zur Fanta gemacht. Mach mal meine Markierung wieder raus. Achso, nee, das ist ja schon die. Okay, Sander, du musst schon da oben bleiben, weil jetzt fahren wir genau in die falsche Richtung. Augenblick. Alter. Schieß doch mal vorne frei. Ja, jetzt nicht mehr. Mach kaputt! Roro! Wow! Kaputt! Einfach mal da bleiben, wo ihr seid. Das ist ganz schlecht. Ganz schlechte Idee. Dann fahrt im Kreis, mein Fress. Wir können auf dich schießen. Ah ja, du kommst also dann jetzt mit einem Fluggefährt. Hätte ich mir so gedacht. Boah, Alter! Was mutwillige Zerstörung beginnt in Kürze. Richtig, das ist immer ja gut. Größtmögliche Zerstörung bei Fahrzeugen und anderen Spielern an. Die besten drei Spieler erhalten Geld und RP. Cool. Alter! Alles weg! Start des Events 2 Minuten 40. Nein. Okay. Ich bin klar an der Markierung. Ich hoffe, fahren wir aus dort. Nein, bin ich nicht. Der kommt mit dem Flug. Mit dem Flug. Und mein Fliegzeug ist auch nicht da. Ja, das ist ja ganz gut. Ich würde sagen, das Event machen wir noch und dann machen wir ein Päuschen, wa? Klar. Ja. Okay, Roro, alles zerstören, was du zerstören kannst. Mach ich das schon. Ach ja, es ist anstrengend. Was? Bier trinken. Welche von den ganzen Flugzeugen hier kann man denn noch fliegen? Außer die Titan. Das ist Malzbier, ne? Also, So, Karamalz ist auch lecker, das stimmt. Ja. Ich weiß zwar nicht, was Karamalz ist, ich kenne nur Malzbier. Ja, mit Karamellgeschmack halt. Schmeckt doch toll, gell? Wer sowas säuft, der stürzt doch Präsidenten. Kannst du mal sehen? John F. Kennedy? Alter, aber da musst du mal, wenn du das getrunken hast, danach mal schön. Treppen rein und Treppen raus. Da ist Power angesagt, mein Freund. Jawohl! Krass. Ja! So, Event startet in 58 Sekunden! Cool! Da. Boah! Schon wieder Geisterfahrer unterwegs hier! Alter!
Wir haben bestimmt alle Osterschnaps getrunken. Bestimmt. Oh, was für Geister vor. Oh! Oh. Schieß drauf, da ist was in der Luft. Ja, in der Luft. Schieß den Korgobob ab. Alter, hüte dich. Schieß den Korgobob ab. Ich sehe ihn nicht. Jetzt geht's los. Huhuhu, mutwillige Zerstörung. Frage, wie kann ich den Dingens ausfahren, den Haken? Ich glaube kaum, dass du unser Fahrzeug damit hochkriegst. Ich will auch nicht euer Fahrzeug angeln, ich will irgendwelche Random-Fahrzeuge angeln und die ab ausklinken. Ah ja, um den Schaden zu machen. Oh, ja. Okay, ich krieg den Haken also nicht ausgeklinkt. Aus Dings. Was denn? Alter! Was los? Kann das sein, dass wir hier im Kreis fahren? Ja. Also was Kreisverkehr. Ich bin nicht Fahrer. Ich sitze hinten drinnen. Fahrerwechsel. Puh, ich hab da eine Idee. Alter, jetzt rennen wir nicht alle im Weg rum. Roro. Hä? Ich bin dran. Oh, jetzt sitzt du links. Hä, müsstest du jetzt nicht fahren eigentlich? Nee. Gifty muss fahren. Krass, dass wir hier unendlich Muni an dem Ding haben. Ja. Das Ding ist echt gemacht für für Terror. So wie es aussieht, gewinnt der Roro, der hat schon $60,000 Zerstörung angerichtet. Alter! Gut, wir müssen nachher erstmal ein Abo machen. Alter! Was das gerade gesessen hat, ey! Wie schnell ich aufgeholt hab, wa? Alter, letztes Mal die Tankstelle zerstört. Ja. Gift die Pferd kann das sein. Ja. Merke ich. Die glitscht bei mir immer übelst rum. Bei mir nicht. Bei mir schon. Sobald ich mit Gifty fahre und Gifty ist am Steuer, ein Glitsche ohne Ende. Macht das alles keinen Schaden? Was soll der hüpfen? Was soll der voll ficken? Jetzt geht der aus. Muss jemand fahren? Wir haben keine Polizei. Ist das wegen dem Event? Wahrscheinlich. Gifty, was ist jetzt? Einsteigen? Nicht einsteigen? Oh, ich hatte Lag. Ich habe erst 14.000, also von daher... Alter, Roro! Ja? Warte. Bist du eigentlich Fahnder? Sehr viel. Oh! Wie lange geht eigentlich das Event? Keine Ahnung. Noch 45 Sekunden. Was, echt? Ja. Oh, Kacke.
Ja, ich mach so gut und gar keinen Schaden mehr. Also seht ihr, dass ihr noch irgendwie Schaden macht. Sander McNeil ist vorne. Ich hab nur zwei Sachen zerstört. Ich bin wieder da. Hallo, ja, schön. Ja. Und ich hab die niedrigsten Geldbeträge. Naja, wenn du nicht mit drin bist, ist ja klar. So, das war's. Yeah! Also was? So gewinnt man, indem man nur zwei Fahrzeuge zerstört. Ich bin noch ab und vor Ostwind. Ich hab 31.880. Wow, ach, weil du gefahren bist und Autos gerammt hast. Ja. Das hab ich ja jetzt noch versucht, aber naja. Vor allen Dingen, ich hab zwei Cargo-Bobs zerstört, das war alles. Ach, unter Bescheißen oder was? Meine lieben Damen und Herren, das war mal eine richtig geile Spaßaufnahme. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin haben wir bestimmt auch zum Sandra gefunden. Ja, und dann wird es bestimmt noch lustiger. Mal sehen, was noch für Events anstehen. Wir bedanken uns bei euch. Schaut bis nochmal rein. Bis zum nächsten Mal. Auch beim Smoke-LP. Macht's gut. Tschüss. 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 Mich würde ja mal interessieren, was die Titan gebracht hätte. Ach scheiße, du bist ja wieder mit dabei.